Es gibt diese berühmte Frage unter den Gelehrten, sollte man das in einem Gleichgewicht halten, diese drei Elemente, Liebe, Furcht, Hoffnung, oder sollte eins dem anderen überwiegen? Sie reden aber meistens nur über die Frage Furcht und Hoffnung. Sollte die Furcht überwiegen oder die Hoffnung? Manche sagen, im Zustand der Gesundheit und des allgemeinen Wohles, wenn man wohlauf ist, sollte man die Angst überwiegen lassen. Wenn aber beispielsweise das Ende naht, sollte man die Hoffnung überwiegen. Wir sprechen aber nicht über die Al-Mahabba. Aus welchem Grund? Weil die Mahabba ist wie das Herz der Ibadah. Und das Al-Khawf und Al-Raja sind wie die Flügel. Und deswegen jemand, der eine Sünde beispielsweise unterlässt, es gibt mehrere Bewegungsgründe, warum Menschen Sünden unterlassen. Manche unterlassen sie aus, weil sie extreme Furcht haben. Er befürchtet, dass das negative Folgen und Konsequenzen für ihn haben. Manche unterlassen sie, weil sie zwar, also vordergründig in seinen Gedanken, in seinem Inneren, er denkt, dadurch lässt er sich was Besseres entgehen. Aber manche unterlassen sie weder deswegen, also weder wegen A noch wegen B, sondern aus Liebe zu Allah Ta'ala, aus Liebe vor ihm, weil sie nach seiner Zufriedenheit trachten, weil sie sich über seine Glorie und Herrlichkeit, das ist ihnen bewusst ständig. Das sind verschiedene Stufen. Jemand, der das beispielsweise aus dem Mahabba unterlässt, ist nicht wie jemand, der nur wegen der Furcht unterlässt. Deswegen sagte einer der Zuhad, er sagte, wer die Sünden unterlässt wegen Furcht, der ist ein Harib, der ist ein Flüchtling. Und wer sie aus Hoffnung unterlässt, der ist ein Ajir. Ein Ajir ist jemand, der eine Handlung macht gegen eine Entschädigung sozusagen, eine Auszahlung. Und wer sie aus dem Habba, aus Liebe zu Allah Ta'ala unterlässt, der ist der Abid. Das heißt aber nicht, dass man keine Furcht und keine Hoffnung haben sollte. Das soll nicht hier ausgedrückt werden. Es geht hier nur um das Gewicht dieser Einzelnen.